Hallo Leute, ich heiße euch sehr herzlich willkommen und jetzt ballern wir ein paar Typen den Schädel weg. Okay, und damit herzlich willkommen zu, ja, was auch immer das ist. Wir schauen auf jeden Fall mal in die neuen Maps von dem neuen DLC rein. Aber vorher schauen wir hier noch, was wir im Soldateneditor freigeschalten haben. Und zwar ist das bei allen Charakteren so. Und zwar haben wir hier neue Personalisierungsobjekte verfügbar. Das bedeutet auf Viereck drücken. Und dann sehen wir auch schon, bei Geschlecht haben wir ein neues Geschlecht freigeschaltet. Und zwar, es wird noch nicht angezeigt, vielleicht ein kleines Geheimnis von den Entwicklern eingebaut. Ein drittes Geschlecht, von dem noch niemand was weiß. Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall kriege ich das jetzt nie wieder weg. Das ist mit neuer Personalisierungsobjekte. Ich wollte es euch nochmal zeigen, ich habe es eh gewusst. So, auf jeden Fall schauen wir uns die neuen Maps vom Invasion Map Pack an. Brandneu rausgekommen gestern, also am 4. Juli... Juli, genau, Juli. Juli ist schon, ja sicher, auf jeden Fall. So, schauen wir mal, auf welche Map wir als erstes kommen. Und ja, suchen wir doch der Part heißen, also das seht ihr schon oben im Part, welche Map jetzt kommt, aber ich weiß es noch nicht. Natürlich müssen natürlich ein paar hier stumm schalten, das möchten wir natürlich nicht hören, also ich auf jeden Fall nicht. Wenn ihr es hören möchtet, dann spielt euch mit denen. Es war hier Ballistic, Bedford und Cold Hands 86. So, ich hoffe, wir finden zwei weitere Spieler, die mit uns auf die Party spielen wollen. So, für mich überall das erste Mal. Also ich habe jede Map, also ich habe noch keine Map gespielt. Nicht jede Map noch nie gespielt. Kann man eigentlich auch sagen, ich habe jede Map noch nie gespielt. Ist eigentlich vielleicht sogar besser. Für einige. Vielleicht finden wir ja noch einen Spieler. Das wäre extrem super, dann wird der Party extrem lang, weil ich das am Anfang herzeigt habe und jetzt wir auch noch Spieler suchen müssen. Eigentlich wollte ich das auch schon vorher machen, aber wir haben schon genug Spieler jetzt drinnen, die alle ein Mikrofon haben. Ich habe auch eins, aber eben nur wegen, weil die PlayStation-Kamera angesteckt ist, angeschlossen. Vielleicht die anderen merken es vielleicht auch gar nicht, aber ja, kann man auf jeden Fall in den Einstellungen jetzt ausschalten, wenn man die Kamera hört. So, ich spiele übrigens wieder auf der PlayStation 4. Da habe ich das Spiel nämlich, also ich habe es auf PS3 gekauft und dann ist das komische Upgrade-Programm genutzt. Weil auf der PS3 kann man sich ja noch Spiele teilen, wenn man auf mehreren Systemen angemeldet ist. Können auch Freunde die Spiele benutzen und also bis zu zwei Leute eben. Und da haben uns das einfach geteilt und ja, bezahlt man halt nicht so viel. Aber dachte, können wir es ja trotzdem kaufen und dann einfach beide spielen für den Preis. So. Dann würde ich mal sagen, wir fangen an auf Departed. Alles live kommentiert natürlich. Also ich muss jetzt gleichzeitig spielen und reden wieder. So. Ist das sogar... Ich weiß jetzt nicht, ob das schon Favela ist. Auf jeden Fall gibt es ein Remake von Favela aus MW2. Aber ich weiß jetzt gerade gar nicht, von welchem... Wie die Map heißt oder was das für eine Map ist. Aber wir werden es ja gleich sehen. Vielleicht erkennen wir es gleich. Ich erkenne ja gar nichts. Hier ist so ein komischer Typ in einem Sicherheitsanzug, der uns aufhaltet. Aber soll uns erstmal nicht stören. So. Okay. Ballert schon jemand. Entschuldige, Kumpel. Schade. Nicht geklappt. So. Ich sehe den aber auch nicht. Vielleicht, wenn ich hier mein Hybrid-Zielfernrohr auspacke. Da ist er schon. So. Gut. Ein guter Start, finde ich. Jetzt kommen ganz bestimmt von hinten auch Gegner. Ich schaue einfach mal hier. Kann mich nachher vielleicht noch informieren, was jetzt der Favela-Part ist, was jetzt die Favela-Map ist. Das war nicht so gut. Natürlich auch kein Schalldämpfer oder irgendwas, aber hat es auch ganz gut funktioniert. Schauen wir mal, ob unsere Kumpels hier Hilfe brauchen können. Den haben sie schon erledigt, sehr gut. Müssen wir wieder unser Hybrid-Fernrohr auspacken. Und damit meine ich nicht meinen, sondern hier das. Ah, ich kann den nicht treffen, so. Sehr gut. So, ich habe auch eine Satcom, falls ihr die braucht, Leute. Ich packe es einfach mal hier hin. Verbündete Satcom aktiv. Da war ein Kollege von uns, glaube ich. Den nicht so richtig erkennen. So, da drin ist auf jeden Fall einer gestorben.
Eigentlich kein gutes Zeichen, aber ich kann einfach trotzdem mal ran. Ich sehe Aktivität dort oben im Fenster. Aha. Der hat mich verstanden, super. Da habe ich noch nicht mal das Mikrofon aktiviert. Da hinten kommt auch einer. Wie ich das sehe. So. Gut, das ist die erste Map. Ich komme jetzt irgendwie überhaupt nicht viel rum. Das sehe ich gerade. Das muss ich aber auch gar nicht, um hier Abschüsse zu machen. Also ich bewege mich schon. Also okay. Hm, ist was anderes. Aber ich könnte mich natürlich ein bisschen mehr bewegen. So. Ich werde aber sicher bald sterben und dann woanders spawnen. Okay, ich habe natürlich verfehlt die ganze Zeit. Verstehe ich total. Dann spawne ich hier vor dem. Egal. So, diesmal können wir ein bisschen rumrennen. Oh, da war ein Gegner. Da ist auch einer. Können wir mal ein bisschen rumrennen hier. Das war natürlich ganz toll. Ich wollte gerade eine Granate ziehen. Ich habe ihn irgendwie getroffen, aber ich weiß nicht wie. So, jetzt ist das Zielfernrohr weg. So kann man ein bisschen besser auf der Map rumrennen mit dem Fernrohr. Da haben wir ein bisschen bessere Genauigkeit auf niedrige Entfernung. Geringe Entfernung, wie auch immer. Hier, das sieht cool aus. Nee, Verweller ist das ganz bestimmt nicht. Sonst würde ich mich daran erinnern. Sonst würde ich sagen, ah ja, das ist das und das ist das, aber... So, ich bin gespannt, ob beim letzten Map-Pack eigentlich noch eine Map von MW2 oder von MW3 geremaked wird. Wird auf jeden Fall sicher wieder ein Remake dabei sein, aber es war ja jetzt abwechselnd eins von MW2, das Scrapyard. Dann von MW3 die Dome-Map. Jetzt hier wieder Verfehler von MW2. Oh, nein. Wollte eigentlich ganz durchrutschen, aber das hat nicht ganz geklappt. Und bin gespannt, welche Map von MW3 im nächsten Map bekommt. Warum sehe ich ihn denn nicht? Ist jetzt schon tot, was da war? Und ist er weggerannt? So. Versuche auf jeden Fall noch den einen oder anderen Abschuss zu machen. Gewinnen tun wir sowieso. Wenn ich mich jetzt nicht mehr allzu blöd anstelle. Aber die Stelle mag ich sowieso überhaupt nicht, weil da sterbe ich immer. Ich gehe aber woanders hin, da kommt man aber überall nicht durch. Also da muss man entweder da gehen oder da. Mehr Wege gibt's nicht. So. Hier, der Beweis, dass es live ist. Live kommentiert, da oben ist er noch immer. Uah. Machen wir den halt zuerst. Von mir aus, der macht den da oben. Da ist aber noch einer. Wie ich das sehe. Und einer, super. Boah, bin ich gerade gut. Ich hatte vorher eine Fehlaufnahme auf Pharao, auch einer anderen neuen Map. Da war ich ziemlich schlecht. Genauso habe ich mich da angestellt ungefähr. Ja, wisst ihr ungefähr, welche Abschuss-Tod-Quote ich hatte. Oder Kill-Death-Quote, oder wie auch immer man das nennen will. So, der sagt, er ist erledigt. Dann schaue ich mal da. So, hat gut geklappt. Drei Abschüsse und Abschussserie, das werden wir jetzt glaube ich nicht mehr schaffen, weil wir noch zwei brauchen, beziehungsweise gar keinen mehr. Das war definitiv ein guter Tag, was war mit mir los? So, die zwei Rennen da. Ja, den Doppelkill gemacht, ah ja genau. So, 11-4, das ist auf jeden Fall ungefähr das Gegenteil von dem, was ich vorher gehabt habe. Also zum Glück habe ich da eine Fehlaufnahme. Oder war es wirklich eine Fehlaufnahme oder habe ich absichtlich nicht hochgeladen? Das werden wir dann sehen. So, und das war es auf jeden Fall erst mal mit der Map, weiß ich nicht mehr. Departed, genau. Und dann sehen wir uns gleich in den nächsten wieder. Mal schauen, ich will das gerne in Parts aufteilen. Also sehen wir uns dann im nächsten Video wieder auf der nächsten Map. Bis dahin, macht's gut. Euer Marc. Ciao.